Jawohl, ein Spiel namens Don't Load. Die Musik kommt mir sehr stark bekannt vor. Das steht auch da, Help of Undertale. Start PC, Restart PC, Shut PC. Keine Ahnung, was das macht. Ich tippe mal auf Start PC. Und wir laden einfach mal das Spiel. Mal gucken. Oh. Hui. Er schießt mit Viren auf uns. Ein spannendes Spiel. Don't Load. Ein Virus hat uns erwischt. Achso, wir müssen die Ladezeit überstehen. Ach, wir haben Health. Ja, es erinnert wirklich von der Musik her auf jeden Fall an Undertale. Egal. Keine Ahnung, was das Loading jetzt bezwecken soll. Wir weichen einfach mal aus und hoffen, dass das Spiel noch irgendwie spannend wird. Ansonsten ist das ja, das spaßigste Erlebnis, was ich jemals hatte, Mensch. Frage ich mich aber, warum Leute auf die Idee kommen, sowas reinzustellen. So eine Spiele haben wir damals. Da waren wir noch sehr jung. Mit 13 schon. Mit irgendwelchen Spielbaukästen selber gemacht. Und die waren besser. Ein Freund von mir hat damals ein Spiel gemacht, das war, da musstest du auf die Stormtrooper von Star Wars schießen. Und wenn du alle 5 erschossen hast, dann war das Spiel beendet. Und das sah genauso aus wie das hier. Und das halt schon anno dazu mal 2002, 2003. Also im Endeffekt ist das nicht sehr viel aufwendiger als das, was hier heutzutage passiert. Und wir stellen sowas nicht online. Hätten wir auch machen können, aber interessiert halt niemanden, weil die Spiele kacke waren. Genauso wie dieses Spiel hier. Ich schaff's einfach nicht, dem auszuweichen. Ich bin zu schlecht, was das angeht. Solche Spiele, das kann ich doch nicht. Da war ich schon immer zu schlecht für. Dadeladeladel, dadeladeladel, dadela. Komm. 60%, 80, gleich haben wir 80%. Ich hab doch gedacht, wenn wir das nicht hinkriegen, auf 100% irgendwie zu warten. Okay. Sehr authentisch natürlich. Ich habe ganz viel Angst vor dem Virus. Komm, wir machen es nochmal. Restart PC. Shut PC. Spannend. Ein spannendes Spiel. Doch, macht Spaß oder so. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Ich krieg langsam die Schnauze voll von dieser Kacke hier.